Ja, willkommen zu Baphomets Fluch, der gefallene Engel. Der gestorbene Engel. Wir sind bei Teil 22, wir sind im Keller des Vatikans, oder besser gesagt Verlies, das klingt besser. Mike wurde angeschossen, George fast erschossen, wir haben Anna-Maria wieder getroffen und wir sind jetzt auf der Suche nach Nico. Können wir nochmal mit Anna-Maria reden? George, wir müssen weiter. Die Messe fängt jeden Augenblick an. Ja, immer mit der Ruhe. Jetzt müssen wir erstmal hier all diese schönen Verse durchlesen. Sonst kommen wir da nicht weiter. 4. Amenhotep IV. Ruft den Engel herbei, um zu beweisen, dass er die völlige Kontrolle über Mafkutst hat. Die Priester von El Shaddai, dem Herrn der Berge, unterwerfen sich voller Ehrfurcht seinem Willen. Der Exodus beginnt. Amenhotep IV. Nimmt den Namen Moses an. Mein Gott, Moses war also ein ägyptischer Pharao. Tja, was man alles erfährt hier. 6. König Salomon baut den großen Tempel in Jerusalem. Die Bundeslade wird samt all dem Wissen der Vorfahren, dem Geheimnis, in einer Kammer tief unter dem Tempel verborgen. Es wäre natürlich besser, wenn wir bei 1 angefangen hätten. Ich weiß aber nicht, wo 1 ist. Vielleicht ist das hier 1. 5. Die Lade setzt die Macht des Herrn frei, um die Feinde des auserwählten Volkes zu vernichten. Von Jericho über Ai und von Hebron bis Jerusalem triumphierten sie durch die Macht der Bundeslade. Sieben. Viele Male wird die heilige Stadt zerstört und wieder aufgebaut. Die Kammer wird vergessen. 15 Jahrhunderte vergehen. 15 Jahrhunderte, das ist schon eine große Zeitmenge. 2. Amenhotep IV. Ist der Hohepriester des Feldes von Mafkutst, dem Stein der Weisen, dem Jungbrunnen, dem Manna, dem Flammenstein der Erleuchtung. Ist das bestimmt 1. Ein Bericht über den höchst ehrenwerten Orden des heiligen Michael. Wo ist 3? Tidam. 3. Amenhotep IV. Entkommt dem Usurpator und bringt die Bundeslade zum Tempel auf dem Berg Horeb. Nee, hier hin. Oh. Naja, Mark ist übrigens nicht tot hier. 'Mark, Gott sei Dank! Du lebst noch. Guck mal, hab meine erste Schussverletzung abbekommen. Hübsch. Was ist mit Spallacci? Ein netter Kerl, findest du nicht? Er und ich werden zusammen Geschäfte machen. Signor Spallacci ist sogar ein noch größerer Fan von Lucy Chu als ich. Wir werden zusammen eine große Fan-Webseite aufziehen und Fotos von ihr verticken. Das ist ein super Job. Du und Spallacci, ihr seid also jetzt Freunde? Oh, wir haben so viele gemeinsame Interessen. Das ist toll. Geht es dir gut? Gleich als erstes morgen früh werde ich mich beim internen Ermittlungsdienst des Vatikans bewerben. Das ist meine Art Leben. Hör mal, Mark, ich arbeite nicht wirklich für... Oh, keine Sorge, du kannst mir vertrauen. George Stobart? Nie gehört von dem Kerl. Na gut, dann viel Glück, Mark. Ja, das scheint, Mark scheint gut zu gehen. Naja, ist noch nicht im Kopf so ganz gut, aber... Mr. Stobart, ich schäme mich in Grund und Boden. Ich habe den Kardinal im Stich gelassen. Ich bin sicher, dass Gott Ihnen vergeben wird. Ich werde nicht ruhen, bis ich gebüßt habe. Ich werde durch die Welt reisen und nur Gutes tun. Würde Ihre Familie Sie da nicht vermissen? Da haben Sie recht. Wie könnte ich die verlassen? Dann muss ich meine guten Werke eben hier tun. Ja, und ab und zu ein paar Euro geben, ne? Sind Sie in Ordnung? Ich fühle mich ziellos. Kardinal Gianelli war mein leuchtendes Vorbild. Unersetzlich. Mmh.
Nicht ganz. Mark hier hat mir schon einen Hoffnungsschimmer gezeigt. Können wir nochmal? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Finden Sie sie und schicken Sie sie in den Knast. Ach was, vergessen Sie den Knast. Schicken Sie sie gleich in die Hölle. Ich werde sehen, was ich tun kann. Nochmal? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Finden Sie sie und schicken Sie sie in den Knast. Ach was, vergessen Sie den Knast. Schicken Sie sie gleich in die Hölle. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber das machen wir jetzt nicht, das machen wir später. Ach, den Vers müssen wir noch lesen hier. Das dürfte die 4 sein. Als die glorreichen christlichen Heere Jerusalem befreien, kommen ihnen Gerüchte über das Geheimnis zu Ohren. George, wir müssen weiter. Die Messe fängt jeden Augenblick an. Als mit der Ruhe. Ich wollte außerdem den Vers lesen hier. 9. Eine Gruppe würdiger Ritter gründet den Orden der armen Ritter Christi vom Tempel des Salomon, der sich der Suche nach dem Geheimnis zum Wohle der Christenheit widmet. Ist das 10? Oder waren wir schon? Du? Da läuft es dann rum. Viele Male wird die heilige Stadt zerstört und wieder aufgebaut. Die Kammer wird vergessen. 15 Jahrhunderte vergehen. Welche Kammer? Habe ich jetzt vergessen. 11. Die Lade wird zum Ordenstempel nach Paris gebracht und für den Willen des Herrn vorbereitet. Das Wissen wird zum Wohle der Christenheit verwendet. Noch ein Durcheinander ist das hier. 12. Ein unwürdiger König und ein unheiliger Papst verschwören sich, um die Ritter zu vernichten und das Geheimnis zu rauben. Ein braver Priester alarmiert die tapferen Ritter und sie beschließen, dass die Bundeslade nicht in die Hand des Feindes fallen darf. Das weiß ich schon. Haben wir hier noch einen? Nee, aber hier haben wir noch einen. Ich hoffe, das sind die 10. 14. Vor ihrer Vernichtung gründen die Ritter den Orden des heiligen Michael. Seine göttliche Mission ist es, die Teile der Bundeslade zu bewahren und wieder zusammenzufügen, wenn der Herr sie zur Verteidigung der Christenheit ruft. Das ist also der Auftrag des Orden des heiligen Michael. Und Mafkutzt? Einatomiges Gold zweifellos, so ergibt das einen Sinn. Die Teile der Lade werden fortgebracht und einzeln versteckt. Die Verstecke der einzelnen Teile werden in einem Manuskript verschlüsselt, sodass nur der Würdige sie wiederfinden kann. Horeb, Konstantinopel und Rom. Wie ironisch, eines der Teile direkt unter den Füßen des Todfeindes zu verstecken. Ja, jetzt brauchen wir Nummer 10. Eigentlich müsste die hier irgendwas sein. Nee. Das war die Nummer 9. 10. Bei Ausgrabungen unter dem Tempel des Salomon finden die Ritter das umfassende Wissen und die Bundeslade selbst. Da, wo geht's jetzt weiter? Ach, George, du musst doch nur durch die Tür hier. Danke. Oh, das zieht. Sofort stehen bleiben! Kommt mit! Pater Gregor will euch bestimmt... Nimm das! Oh nein, was habe ich getan? Archie, unser Held. Ist schon okay, Archie, du hast ihn nicht umgebracht. Der schlummert nur. Pff, wen interessiert der denn schon? Aber das war meine letzte Flasche 85er Barbaresco. Vielen Dank für die Hilfe. Was um alles in der Welt treibst du denn hier unten? Arbeite an meinem Geheimvorrat, alter Knabe. Du meinst den päpstlichen Weinkeller? Irgendwer muss dem alten Knaben doch helfen, seine Messwanne leer zu picheln, oder? George, wir müssen weiter. Die Messe fängt jeden Augenblick an. Schön, dich mal wiederzusehen, alter Knabe. Tschüss, Archie. Für mich wird es auch Zeit. Muss ein neues Kapitel in dem alten Buch schreiben. Komm, Anna-Maria, wir müssen Nico suchen. Thank you.
wieder. Eine Schiebetür, ein Schieberätsel. Lauter Kreuze, ein Rätsel? Genau wie in Istanbul. Oh Mann. Ja, da braucht man zumindest mal einen Hinweis irgendwo. Haben wir das Manuskript? Nee, gerade nicht. Manuskript, Manuskript. Wie schaut das schon wieder aus? Hier. Jetzt schauen wir uns mal an. Nach rechts oben. Links unten. Jetzt. Gut gemacht, George. Super. Wir sind noch nicht da. Das war ja eine Kleinigkeit. Ja, Entschuldigung, mein Husten, aber ich bin ja immer noch verschnupft. Weiter geht's. Oh. Okay, George. Du suchst den Weg rüber, ich folge dir. Tja, das da hätte man lieber aufpassen sollen. Ach, was haben wir denn hier? Das sind wieder sogenannte Todesfliesen, wenn man draufsteht, in die falsche Reihenfolge. Dann erwischt es einen. Und wie machen wir das? Ja, das war das Gedicht. Das war das Gedicht hier im Manuskript. Zum Zweiten, die kämpfenden Armeen folgen strengen Regeln, die sie stets einhalten. Kein Mamluk kann Templer oder Hospitaler folgen. Von niederer Geburt muss der Mamluke dem Osmanen folgen. Um dem Assassinen zu entkommen, tritt nach rechts. Templer und Assassine dürfen einander nie folgen. Geh immer voran, weiche niemals zurück. Ja, ein Mamluk. Mamluk. Ein Mamluk ist das Kreuz. Da muss man erstmal alles studieren und überschreiben. Wir gehen erstmal auf ein Kreuz hier. Und dann... Ein Mamluk und Templer. Und wieder ein Kreuz. George, stell dich mal anständig hin. Jetzt gehen wir zum Schwert. Der Hospitaler. Dann die Löwen. Dann Kreuz. Kreuz. Nach links. Nach vorne. Links. Das Schwert. Oh. Jetzt habe ich mich... Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es hingeht. Ach hier, da geht's hier weiter. Kreuz. Kreuz. Mond, Löwe, dann zum Kreuz,
Das war ziemlich gut. Aber ich glaube, das kriege ich schneller hin. Klar, ja, dann mach ja. mal. Viper, immer besser wissen. Naja, okay. Das war ja eine Leichtigkeit, ne? Na ja, das mal schön abgeguckt. Außerdem ist die anders gelaufen, wie ich glaube ich. Aber es wird mehrere Wege geben. Was gibt's hier? Haben wir hier noch wieder ein Rätsel? Wow! George, sei vorsichtig! Lass mich lieber erst drüber gehen. Okay. Hilfe! Oh Gott! George! Ah, ich werde zerquetscht! Schau dich um, da muss doch irgendwo ein Ausschalter sein. Hier sind einige Hebel, aber welchen soll ich zuerst betätigen? Das Schwert, die Assassine. Der Assassinenhebel. Da, Türke. Der Osmanenhebel. Mamluk. Ah, zieh mal am Mamlukenhebel. Oh, der arme George. Was meinst du zum Templer? George, was soll ich machen? Der von den Templern! George, das ist es! Ah, so ein Schwein. Gott sei Dank bist du in Ordnung. Ich will dich nicht nochmal verlieren, George. Wir müssen weiter. Und weiter geht's. Ist ja ziemlich groß hier, die...